TV1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Als Ministerin für Land und Leute sieht sich Nicole Razavi. Die CDU-Politikerin leitet das jüngste Landesministerium, nämlich das für Landesentwicklung und Wohnen, verkürzt auch Bauministerium. In ihren Geschäftsbereich fallen so wichtige Themen wie bezahlbarer Wohnraum, Gewerbeentwicklung, erneuerbare Energien und Mobilität, also Ertüchtigung der Straßen und Schienen. All diese Themen kamen beim Wirtschaftsgespräch am Mittwochnachmittag bei der IHK Reutlingen zur Sprache. Dabei äußerte Razavi sich auch zu den derzeitigen Diskussionen um das Heizungsgesetz auf Bundesebene. Knapp 36.000 Quadratkilometer Fläche hat Baden-Württemberg, davon mehr als 80% Freiflächen, also Landwirtschaft und Wald. Damit das so bleibt und nicht zunehmend mehr Fläche versiegelt wird, gibt's das Netto-Null-Prinzip. Das heißt, es wird nur so viel Fläche verbraucht, wie andernorts renaturiert wird. Aber wie passt das mit anderen Zielen zusammen, wie Neuansiedlung von Gewerbe, Neubau von Wohnungen und der Ausbau erneuerbarer Energien? Also ganz ohne neue Flächen wird es nicht gehen. Wir haben uns die Netto-Null auf die Fahnen geschrieben als Ziel und ich halte das Ziel auch für absolut richtig. Aber klar ist auch, dass in einem wirtschaftsstarken Land wie Baden-Württemberg auch Gewerbe in seiner Transformation, seiner Entwicklung Platz im besten Sinne braucht. Und deshalb, so Razavi im Wirtschaftsgespräch bei der IHK Reutlingen, müsse man Flächenverbrauch umdenken. Das heißt mitunter auch kreativer werden und dreidimensional denken. Die Sichtweise ändern bei der Frage, was ist überhaupt eine Fläche? Ist es nur die Brachfläche? Oder sind es beispielsweise auch Leerstände in Wohngebäuden, Leerstände in Gewerbegebäuden? Ist es die Fläche, die wir auf einem einstöckigen Supermarkt haben und noch nutzen können für Arbeit, für Wohnen? Apropos Wohnen. Razavis Ministerium hat auch die Aufgabe, für mehr bezahlbaren und auch ansprechenden Wohnraum zu sorgen. Das erweist sich gerade aber als schwierig. Gestiegene Zinsen, höhere Baupreise, Fachkräftemangel, das sind dicke Bretter zu bohren. Und vor allem müssen wir sehr schnell drüber nachdenken und Entscheidungen treffen, dass wir vor allem die Anforderungen ans Bauen herabsetzen, dass wir Bürokratie abbauen, dass wir schneller werden. In diesem Zusammenhang hält Razavi auch das neue Heizungsgesetz für problematisch. Die Diskussionen der vergangenen Wochen und Monate hätten die Bürger stark verunsichert. Vor allem, wenn es um die Sanierung des Bestands geht. Mit Vorschriften und hohen Anforderungen nehme man die Menschen nicht mit. Wichtig ist aber, dass wir vor allem auch beim Neubau die Anforderungen nicht zu hoch stellen. Und da vermisse ich eine Korrektur, dass man wegkommt von EH40 hin zu einer Gesamtbetrachtung, Treibhausgasbetrachtung der Gebäude, die sowohl beim Neubau als auch in der Sanierung manches für die Menschen einfacher und vor allem auch günstiger machen würde. Also entscheidend solle nicht sein, welche Heizung in einem Gebäude installiert sei, sondern wie die CO2-Bilanz des Gebäudes insgesamt aussieht. Im Kunstmuseum Reutlingen-Spendhaus startet am 17. Juni die Ausstellung Der Vieux. Der Vieux, so nannte sich Künstler Hab Grieshaber mit ironischem Unterton selbst, gerne auch als Signatur in Briefen. Und um genau diese Form der Kommunikation geht es in der neuen Ausstellung, ganz genau um den Briefwechsel zwischen Grieshaber und dem Ehepaar Rothe im Zeitraum von 1958 bis 1964. 2022 wurde dieser Briefwechsel vom Freundeskreis Hab Grieshaber herausgegeben. Und die Ausstellung zeichnet diesen Briefwechsel nach, in dem erwähnte Werke, aber auch ganz bestimmte biografische Konstellationen und auch die Zusammenarbeit zwischen Grieshaber und dem Verleger Wolfgang Rothe und der Galeristin Maria Rothe nochmal aufgezeigt werden. Bis zum 19. November ist ein Besuch der Ausstellung möglich. Für diesen Zeitraum sind außerdem auch zwei Vorträge geplant. Soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.